Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße sehr, dass wir heute für die konventionelle Erdgasförderung endlich einen tragfähigen rechtlichen Rahmen festlegen können, der Mensch und Umwelt sorgfältig schützt. Seit über 5 Jahren ist in Deutschland kein Antrag für konventionelle Erdgasförderung mit der Anwendung der Fracking-Technologie mehr beschieden worden. Die Gasförderung ist in Deutschland kontinuierlich zurückgegangen. Ganze angegliederte Wirtschaftszweige sind bereits weggefallen. Wir haben auch einige Arbeitsplätze verloren. Qualifizierte Fachkräfte sind ins Ausland abgewandert. Aber ich denke, es ist notwendig, nach der gerade gehörten Rede doch mal einiges klarzustellen, was dort an Fehlinformationen gegeben wurde. Es gab nie ein verbindliches Moratorium, auch wenn das häufig behauptet wird. Insofern gab es natürlich auch keine Erpressungsmöglichkeiten und auch keine Erpressungsversuche, wie den Erdgas- und Erdölfördernden Unternehmen in der Regel oder dauernd unterstellt wird und auch heute wieder. Die Wahrheit ist, es wurden auf freiwilliger Basis schlichtweg von den Unternehmen keine Anträge mehr gestellt, da die Politik zugesagt hatte, einen neuen ordnungsrechtlichen Rahmen für die Fracking-Technologie festzulegen, der den heutigen Anforderungen gerecht wird. Und so haben wir es auch damals im Koalitionsvertrag festgehalten. Wir wollen einen Gesetzesrahmen, mit dem wir Erdgas in Deutschland unter ökologisch verantwortbaren und wirtschaftlich vertretbaren Voraussetzungen fördern können. Und bei dem, und das betone ich ganz besonders, der Schutz des Menschen, seine Gesundheit und die Belange der Umwelt im Vordergrund stehen. Und diesen ordnungsrechtlichen Rahmen für die konventionelle Förderung, also für die Förderung des sogenannten Tidegas, haben wir gefunden. Er findet sich in dem vorliegenden Gesetz wieder und er ist gut. So haben wir beispielsweise festgelegt, und jetzt kommen mal ein paar Fakten und keine Behauptungen, dass die sogenannten Freckfluide, also die für das Offenhalten der Förderwege benötigten Flüssigkeiten, maximal die Wassergefährdungsklasse 1 haben dürfen. Das ist definitiv nicht giftig. Zum Vergleich, Shampoos enthalten häufig Inhaltsstoffe der Wassergefährdungsklasse 2 und die empfinden sie vermutlich auch nicht als giftig. Wir verweisen ausdrücklich Schutzgebiete aus, in denen keine Erdgas- und Erdölförderung in Zukunft erlaubt sein soll. Diese Regelung dient vor allem dem Schutz unseres Trinkwassers, das war ein besonderes Anliegen, beziehungsweise des zur Herstellung von Lebensmitteln benötigten Wassers. Die Wasserbehörden haben künftig ein Vetorecht bei Genehmigung, nur zur nächsten Fehlinformation. Wir verbieten die Errichtung von Anlagen zum Einsatz von Fracking-Maßnahmen in Nationalparks und Naturschutzgebieten, und das gilt selbstverständlich auch für die Tidegasförderung, die nächste Fehlinformation. Wir führen außerdem zum ersten Mal umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfungspflichten ein, sodass schon bei der Aufsuchung, also dem Schritt vor der Förderung, eine erste UVP-Prüfung durchgeführt werden muss. Und so kann der gesamte Prozess der Förderung auch überwacht werden. Wir regeln den Umgang mit Lagerstättenwasser neu. Es darf künftig nur noch in jene Schichten zurückgeführt werden, aus denen es herkommt. Und auch diese Rückführung muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschaltet werden. Ferner fordern wir die Länder auf, gemeinsam mit den Unternehmen Schlichtungsstellen zu schaffen, wie wir sie schon auf dem Kohlebergbau kennen, wo sie sich sehr bewährt haben, damit Schäden, die möglicherweise an Gebäuden in Fördergebieten entstehen, schnell und unproblematisch beseitigt werden können. Wir brauchen dazu die Länder, denn der Bund hat hier keine Gesetzgebungsbefugnis. Wir verschärfen außerdem das Bergschadensrecht. So wird die Beweislast für mögliche Bergschäden auch bei der Erdgas- und Erdölförderung sowie bei den Kavernenspeichern den Unternehmen auferlegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns die Beratung dieses Gesetzentwurfs in den Koalitionsfraktionen, und der Herr Mirsch hat das ja gerade schon gesagt, weiß Gott, nicht leicht gemacht. Ich kann mich an kein Gesetz erinnern, bei dem ich in so vielen Sitzungen und Gesprächen mitgewirkt habe. Und viele der neuen Regelungen, die wir heute verabschieden werden, sind in diesen Gesprächen entstanden und von der Regierung zum Teil auch schon in den Kabinettbeschluss aufgenommen worden. Und dafür möchte ich mich bei beiden Ressorts ganz herzlich bedanken. Wir haben uns deshalb dieser Mühe unterzogen, weil wir die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen haben und ihnen deshalb ein Gesetzeswerk abliefern wollten, das ihre Ängste und Befürchtungen zerstreut. Aber wir mussten während der ganzen Beratung bis heute, und diese gerade gehörte Rede war das beste Beispiel dafür, feststellen, dass es wohl nur wenige Themen gibt, die politisch so aufgeladen sind und bei denen so viele Fehlinformationen unterwegs sind, bis hinein in die öffentlichen Medien. Also, um es noch einmal ganz klar zu sagen, das heute zu verabschiedende Gesetz regelt ausschließlich
den Bereich der sogenannten konventionellen Förderung, nicht den der Gasförderung im Schiefer-, Ton-, Merkel- oder Kohleflözgestein. Für diese Art der Förderung sieht der Gesetzentwurf ein unbefristetes Verbot vor. Allerdings sollen bis zu 4 Probebohrungen zugelassen sein, sofern die jeweiligen Landesregierungen diesen zustimmen. Ob es angesichts der Rahmenbedingungen dazu überhaupt kommt, muss nach heutiger Kenntnis erstmal offen bleiben. Sollten jedoch Probebohrungen beantragt werden, wird zu deren Beobachtung eine wissenschaftliche Kommission eingesetzt und diese soll dann bis 2020, 2021 ihren Bericht vorlegen, der wiederum Grundlage für eine Überprüfung der Verbotsentscheidung durch den Bundestag im Jahre 2021 sein soll. Lassen Sie mich aber jetzt zum Ende meiner Rede eine persönliche Bemerkung machen. Unser Ursprungsvorschlag sah ja ebenfalls Probebohrungen und eine wissenschaftliche Kommission vor, die über die Machbarkeit von Fracking im unkonventionellen Bereich urteilen und ebenfalls einen Bericht vorlegen sollte. Wäre dieser positiv ausgefallen, hätte danach auch nach unserer Auffassung die kommerzielle Förderung erfolgen können. Das heißt, der Bundestag hätte in dieser Legislaturperiode abschließend entschieden und wäre seiner Verantwortung nachgekommen, so wie wir es ja eigentlich auch im Koalitionsvertrag festgehalten haben. Ich möchte deshalb gerne hier aus meiner Einbringungsrede bei der ersten Lesung eine Passage zitieren, aus der hervorgeht, weshalb ich unter anderem auch damals schon für eine solche Regelung eingetreten bin. Ich zitiere: Der zweite Punkt, warum meines Erachtens die Verabschiedung dieses Gesetzes sehr wichtig ist, hängt damit zusammen, dass wir damit auch ein Signal nach draußen geben, nämlich dass sich Deutschland auch in schwierigen Feldern bewegen kann, dass wir nach wie vor technologieoffen und nicht nur an Verteilungsprozessen interessiert sind. Wir zeigen damit, dass wir in Deutschland noch immer in der Lage sind, Innovationen anzustoßen und diese auch umzusetzen. Diesen Beweis sind wir nun leider nicht angetreten und das bedauere ich persönlich ganz außerordentlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gundelach. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von meiner Seite aus. Die nächste Rednerin, Dr. Julia Verlinden für Bündnis 90 Die Grünen.